Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaub's nicht, Scheiße nochmal. Walking bird dog. Just a walking bird dog. Du hast dir nicht. Ursache und Wirkung, Jungs. Was ist da? Ach, ich gehe in Deckung! Im Visier! Überraschung, Arschgesicht! Bitte, fechten! Ich hab keine Kugel mehr! Setz dich wieder hin, wir drehen jetzt eine Runde.
Mann, was soll das? Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Bin mal nagelneu, blödes Arschloch! Scheiß drauf! Die Karre gehört dir! Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Meine Crew meldet sich. Abflug, Boy! Wir brauchen Hilfe! Ich hole dich wieder! Oh, das schreibt er! Fest! Ich bring meinen Arsch aus der Schusslinie! Oh, jetzt haben wir dich halt mehr! Ein Hund mit zwei Schwänzen. Was hat sie an dieses Verschleiß steht genau vor mir. Arschloch. Muss Schutz suchen. Knöpfen dir von der anderen Seite vor! Wir dürfen nicht weiterhin auf diese Art Männer verlieren! Scheiße, ich muss nachladen! Ha ha ha!
Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Meine Crew meldet sich. Sie haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungs. Ich werde auf deinen Grab bissen. Zentrale Ende. Asche zu Asche, Schwanzlutscher. Das Hollow gehört uns! Was ist hier? Du hattest deine Chance. Scheiße, Mann. Du weißt doch, ich bin ehrlich zu dir. Ja, ja. Was ist Und wenn nicht, krieg ich mein Geld, oder? Ich schwör auf meine Mutter. Kriege. Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bucephus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel?
Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern.